Da habe ich jetzt zufälligerweise übertrieben Lust, an diesem wunderschönen Rad zu drehen. Den gucken wir mal. Ja. Was das Rad am Morgen so sagt. Geil. 10 Push-Ups. Boah, nice. Oh Mann, ich bin so gespannt, wie das jetzt abläuft mit Briar. Die W ist ja auch noch ein Dash. Aber mit der W kann ich auch noch über Wände gehen und dann breche ich den Käfig. Das kostet Leben. Alle Spells kosten Leben. Das wusste ich gar nicht. Okay, ich habe meinen Channel auf der E. Und wenn während meiner W keiner in Range ist, dann charge ich auch auf keinen. Okay, das ist auch gut zu wissen. Aber die E ist ja übel krass für den Jungle Clear. Was ich mich jetzt nur frage, ob ich meine Q wieder aktivieren muss. Meine W. Ja, ich muss die wieder kurz aktivieren. Genau, und ich muss kurz bevor die enden, muss ich einmal wieder reaktivieren. Gehen wir mal Toplane ganken. Rumble hat irgendwie die Kindred nicht gesehen. Ich hatte leider keine E ab. Wenn ich dann eine E habe, dann töte ich die Kindred einfach, ne? Genau, und die Gegner werden von meiner E werden die gestunt, wenn ich die gegen eine Wand hau, ne? Okay, ich kontrolliere das nicht. Warte mal, ich spiele auch gegen eine Briar. Oh. Und sie hat Conqueror dabei, okay. Werden wir jetzt erstmal. Okay. Die wollte ihre W benutzen, um die Wave zu clearen, glaube ich. Aber weil ich in der Nähe war und das ja Champs priorisiert, ist sie dann auf mich gerannt. Ja, dann ist doof gelaufen. Ich habe jetzt Ult. Ult ist ein Skillshot, wurde mir gesagt, ne? Scheiße. Das war's nicht so. Oh, ich kick die erst zurück, wenn ich die aufgeladen habe. Erst wenn ich den voll aufgeladen habe, werfe ich die Leute zurück. Okay. Schade. Meine Ult. Warte mal, ich zeig dir das gleich mal. Also man trifft die, dann kann man die reaktivieren. Wobei ich weiß gar nicht, ob man die reaktivieren kann oder ob das nicht einfach standardmäßig so ist, dass man ranfliegt. Und man viert die umliegenden Gegner und man entert halt den W-Modus, aber man kriegt noch ein paar Bonus-Stats dafür. Also man ist noch krasser einfach in diesem 1v1. Okay, wenn ich jemanden hitte, werde ich automatisch rangezogen. Interessant. Like. Was macht denn mein Champ? Ich mach gar keinen Schaden. Okay, was ich jetzt auf jeden Fall schon mal gelernt habe, ist früher die W zu aktivieren. Das habe ich gelernt. Aber ich mach echt wenig Schaden. Kann das sein? Was mit dem Turm? Kann ich den Turm? Nee. Ich kann meinen Modus nicht auf den Turm machen, leider. Ja, ich gehe für First Blood zur Toplane und feed mich ein bisschen hoch. Also Master Yi ist irgendwie stärker als ich. Na, was kaufen wir uns jetzt, ist die Frage. Oh, Kraken ist bestimmt gut. Ich weiß nicht, ob Rageblade es wirklich ist. Full AP für den One-Shot. Das ist schon die zweite Person, die das jetzt sagt. Vielleicht soll ich das wirklich machen. Ja, ich werde mal Trinity kaufen.
Schau mal E-Scaling. Ja, ich hab schon mitbekommen, dass man 240% AP, ja. Also, ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich vom Champion halten soll, muss ich ehrlich sagen. Ja, also AP wird bestimmt funny zu spielen sein, aber halt schlecht. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt witzig ist, wenn man mit der E dann wen one-shotten kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich das bessere Itembild ist. So, und ich weiß halt nicht, welches Mythic ich jetzt kaufen soll. Gehe ich jetzt Trinity? Gehe ich Stridebreaker? Könnte auch funktionieren. Aber ich glaube, ich gehe Trinity. Never mind. Oh, lol. Ja, okay, also anscheinend scaled der Champ einfach übel gut. Jetzt kommt mir der Champ sehr stark vor. Anscheinend ist... Oh nein. Egal, wir machen aber Nash. Ja, ich glaube, ich könnte relativ einfach Solo Nash machen. Ja gut, also sagen wir einfach mal, man spiked extrem mit Kraken Slayer. Man macht halt so viel Schaden. Holy moly. Die ist weggeflasht, weggejumpt und weggegaleforced. Und ich bin einfach hinterhergerannt. Welche Runen hast du? Ich spiele Lethal Tempo. Also ich denke, Runen kannst du jede Rune im Precision Tree gehen. Das ist so mein erster Gedanke, bis auf Fleet Footwork. Was da jetzt genau das Beste ist, das wird sich dann noch herausstellen, aber ich denke, die drei sind so das Play. Ich würde gerne mal so ein... Da hätte ich gedacht, dass ich mich mehr heile, um ehrlich zu sein. Was ist, wenn ich jetzt hier oben einfach so hinulte? Töte ich die dann einfach, wenn meine Ult connected? Ja, das ist ja... So kommt man viel schneller auf die Lane. Das ist ja sonst richtige Zeitverschwendung, nicht aus der Base zu ulten. It's always...